Hallo, setz mal Wein an, sagt der Franz ihren Mann. Eine große Flasche habe ich mitgebracht, denn er wird Wein gemacht. Du brauchst gar nicht zu reden, man sieht's da heute bei jedem. Eine Flasche Wein im Haus, das treibt die Kranken aus. Der Mann hat nicht gesagt, er ließ der Frau die Frage, er hat keinen Streit nicht angefangen, er ist still vor sich in den Wald ausgegangen, er hat Hagebutten angezupft, die Hände halb blutig sich gerubbt und dann mit letzter Kraft die Waldfrüchte heimgeschafft. Seine Frau, die hat sich bemüht, die hat die Dinger heiß gebrüht, mit den steckenden großen Weinflaschen gescheuert, die gebrieten Haarbutten durch den Fleischwolf durchgeleiert, alles durchfiltriert durch den Flaschenhals und wo sie die Mengen getrennt hat, sofort die Flasche rammelfest verschmiert mit Inselschmalz. In der dritten oder in der fünftnächsten Nacht sei aber in den Flaschen Elemente erwacht, die Platz wollten haben. Es gärte, es rumorte wild im Schlamm, die Chemie war anke, ihre Politik war die Stärke. Und die trieb mit Sausen, dann Steppel noch außen, schaffte Luft auf jeden Fall. Ein Haarbutten-Schlammstrahl schoss hinterher, o großes Malheur, o groß macht zur Schreck, bis nach von der Deck spritzten die Fladen und stinken die Daten. Ein Mann kommt noch jeder Nacht, als diesmal der Frau es erwacht und ins Stübel kam rein, entrang sich ihrer Brust ein groß machtscher Schrei. O Himmel, o Kraus, ach, bis jetzt war ins Haus. Gut, gar über Nacht in unserer Stübe eine Sau geschlacht. Ich wollte bloß nicht zum. Hehehe, seit Schaden froh der Mann, aber sonst hätt's am Ende beleidigt getan. Aber der Steppel kommt erst 8 Tage später rein. Dann ist die wilde Gärung vorbei. Hättest du es zugemacht, hättest du noch beisammen den Hubraum verspritzten Haarbutten-Schlamm. Der Frau sagt, die Flasche kommt mal wieder raus. Da kriebelt, da brennt uns bloß Udling ins Haus. Denn wenn der Schlamm schon zu wirtschaften dünnen stinkt, wie soll's denn mal warm, wenn der fertigen Wein mehr trinkt? Nein, bleib auf den Hals mit so einem Zaubersaft. Die Flasche wird morgen aus auf den Schutthall geschafft. Dann wird wieder Ruhe bei uns im Haus. Und übermorgen weisen wir's küchelfrisch aus. Wir brauchen keinen so einen Wein, wir haben doch keinen Klaps. Geh endlich zur Wismut, dann kriegen wir Schnaps.